Hallo, liebe Podcast-Freunde. Das Promi-Geflüster war auch wieder beim Cannstatter Wasen mit dabei. Und beim fröhlichen Alltag musikalischer Gast war Costa Cordalis. Hallo Costa, ich grüße dich. Hallo mein lieber Frank, was für eine herrliche Stimmung haben wir hier. Genau, und mit deinen Liedern, mit Anita, ist die Stimmung natürlich am Kochen. Ja, ich habe als Erster angefangen. Ich komme sehr, sehr gerne, weil ich bin ja selbst Schwabe und seit über 30 Jahren wohne in Freudenstadt. Das freut mich immer, diese Stimmung zu erleben, die Menschen so nah, wie herrlich, wie lieb die Menschen sind, wie sie sich freuen, einen Künstler zu begrüßen, die Hand zu geben. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Nee, also wie gesagt, du bist ja wirklich schon lange mit im Geschäft. Ja. Wenn man zurückblickt, die Hitparadenzeiten warst du auch ständiger Gast. Ja. Und heute immer noch erfolgreich dabei. Wie erklärst du dir das? Wie erklärt man das? Ich meine, ich zerbreche mir nicht den Kopf, warum das so ist. Ich freue mich. Ich glaube, weil man der Mensch so ist, wer er ist. Ja. Und mittlerweile bist du aber auch auf Mallorca zu Hause und heizt auch dort richtig ein. Ja, ich heitere mein deutsches Publikum in Mallorca weiter, weil dort sind die Leute richtig frei und happy und machen mit. Genauso wie hier in Cannstatter Wasen. Genau. Cannstatter Wasen ist das zweitgrößte Volksfest, sagt man, auf der Welt. Gibt es eigentlich in Griechenland auch sowas in der Richtung? Nee, sowas gibt es in Griechenland nicht. Die haben andere Feste. Die haben Weinfeste zum Beispiel, wo jeder frei trinken kann, brauchst du nicht zu bezahlen. Dann zu Ostern werden Hunderte von Lämmer gebraten und jeder Tourist kriegt frei zu essen, frei zu trinken. Und da gibt es die, anstatt Ostereiern, die bunt sind bei uns in Deutschland, sind in Griechenland knallrot. Und jeder stößt mit den anderen und der den anderen zerbricht, gewinnt. Aha. Und gibt man gegenseitig Küsse und so. Ah ja, das ist dann so der Osterbrauch dann, ne? Ja. Genau. Ja. Deine Kinder sind ja jetzt mittlerweile schon längst auch mit im Geschäft drin. Ja. Wie geht's denen? Sie freuen sich auch. Die folgen die Fußtapfen des Vaters. Und die Kiki ist auch bei mir seit sehr vielen Jahren. Der Lukas auch, seit ich das Lied Anita gebracht habe, wo die kleinen Kids mitgesungen haben, sind jetzt die Leute, die bei mir sind. Gibt es schon auch mal wieder eine neue Produktion von dir? Ist da wieder was in Planung? Ja, wir machen ein neues Album, weil jedes Jahr sollten wir ja den Leuten immer was Neues vorspielen. Und unserer Linie bleiben wir treu. Der Costa bleibt treu. Die Leute wollen sie mich immer so hören, fröhlich und die südländische Flair bringen. Ja. Wenn man dich jetzt wirklich so betrachtet, du hast dich wirklich über die Jahre super toll gehalten. Wie hältst du dich denn fit? Ich meine, ich weiß, du warst ja auch lange Zeit Langlauf, Skifahren. Das mache ich immer noch. Ich meine, ich mache das nicht wettkampfmäßig, aber ich mache Sport mit Vernunft. Ich trainiere jeden Tag 2 Stunden für den Körper. Weil, ist klar, man versucht ja das Alter mit irgendetwas entgegenzukommen, dass das Altwerden langsamer wird, weißt du? Und das ist Sport jeden Tag, also Sauerstoff und gute Ernährung und gute Gedanken. Und ich meine, der Schwarzwald bietet natürlich da sehr viel. Das ist klar, in der herrlichen Winterluft schwerlos zu fahren auf die Skier ist ein Genuss, das unbeschreiblich ist. Was wünschst du dir jetzt noch für die Zukunft? Wie sind deine Voraussetzungen oder deine Vorsätze dann fürs nächste Jahr? Ich wünsche mir nichts. Ich bedanke mich jeden Tag für das, was ich habe. Und alles andere kommt von selber. Wenn du gesund bist, natürlich, man muss Visionen haben und Träume, damit die Kräfte aufrecht bleiben. Das ist ganz klar. Natürlich, ich wünsche mir viele, viele Hits, dass meine Kinder glücklich sind, dass sie verheiratet, dass ich Enkelkinder bekomme und dass ich immer eine glückliche Familie habe. Enkelkinder, gutes Stichwort, da ist noch nichts unterwegs, ist noch nichts passiert. Doch, die jüngste Tochter, die Effi, hat ein Kind, das ist jetzt ein Jahr alt. Ein Jahr alt, ja, sehr schön. Ja. Dann natürlich als Opa, wie ist es da dann? Bist du viel mit dem Kind zusammen dann auch? Natürlich, ich meine, ein Opa, der so viel gelenkig ist und Kraft hat, das ist kein Wunder, ich meine, dass er mich zum Papa vielleicht manchmal sagt. Mhm. Geht man da jetzt dann doch ein paar Sachen manchmal anders an als bei den eigenen Kindern? Das ist viel, viel schöner. Das ist für mich schöner. Die eigenen Kinder, ja, du hast jetzt deinen Job gehabt, du musstest für die Familie sorgen am Anfang. Es war ein bisschen Unsicherheit noch dabei. Aber jetzt schaut man das ganz, ganz
unbefangen und genießt man das jede Sekunde, wenn man das Kind die ersten Worte sagt, Opa, oder sie sagt zum Hund Bus und ich will Käse haben und ich will eine Mate haben. Das ist fantastisch, also ich freue mich sehr. Mit ein Jahr und ein paar Monaten, ich kann sie schon sprechen. Wächst sie dann, ist das ein Mädel oder ein Junge? Das ist ein Mädel, die heißt Luise Medea. Mhm. Ja. Und wächst dann zweisprachig auf, Griechisch und Deutsch? Ja, bis jetzt wollen wir ja, dass sie richtig Deutsch lernt und dann für den Rest der Sprachen, die ich selbst auch kann, werde ich das Kind sicherlich dran nehmen. Okay, sehr schön. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle eine schöne Zeit, auch mit dem Enkelkind dann nochmal. Und für dich und für deine musikalische Laufbahn noch weiterhin alles Gute dass wir uns noch oft sehen. Vielen Dank, lieber Frank. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, lieber Costa. Danke. Okay, danke dir. Tschüss. Mach's gut.